Hi, hier ist Kiki. Heute von meinem Balkon, denn ich habe meinen Balkon fertiggestellt. Heute sind ganz viele Pakete gekommen von Maison du Monde. Da habe ich eigentlich fast alles bestellt, was ich auf dem Balkon habe. Den Hängesessel hatte ich ja schon, der kam aber auch von Maison du Monde und der Rest jetzt eben auch. Ich finde, die Preise sind in Ordnung, die Qualität ist in Ordnung und die Lieferungen sind auch in Ordnung. Bis jetzt hatte ich da keine Reklamation, es hat alles super geklappt. Somit habe ich heute gearbeitet wie ein Tier, aber es hat sich gelohnt und jetzt sitze ich das erste Mal auf meinem Balkon und es ist so schön. Vor allem war mein Metaller heute da, der hat mir vom Balkon, von den Glasplatten oben das Geländer abgenommen, weil das gehört da gar nicht hin. Dieser Metallgriff, der oben drüber über die Glasplatten waren, der ist eigentlich nur zum Schutz gedacht für den Winter. Im Grunde genommen, wenn du in den Süden gehst, sind überall, wenn du schon solche Glasbalkone hast, die sind ohne Begrenzung und es sieht auch viel schöner aus, weil du einfach den Blick frei hast und nicht mehr dieses dicke Metall, was dich begrenzt. Und das haben wir heute abgenommen und es bleibt auch weg. Und da freue ich mich natürlich jetzt total drüber, weil jetzt ist mein Balkon echt super, super schön und mein Haus ist komplett fertig. So, was soll ich jetzt sagen? Ich freue mich einfach. Es ist halt nur mal, ich kann dieses Jahr nie nach Spanien in mein Häuschen. Das nehme ich an, wird nicht mehr klappen. Und somit habe ich gedacht, muss ich was hier machen, wenn ich draußen sitze, dann eben meinen Balkon. Den wollte ich eigentlich nicht so unbedingt jetzt fertigstellen. Aber jetzt habe ich das dann doch angegriffen und ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich getan habe und wie ich ihn dekoriert habe. Ich habe also hier diese Papageienpflanze, die ist also künstlich. Und ich finde, die ist echt schön geworden. Also die ist schön gemacht und dann habe ich dieses Sofa bestellt und die Kissen dazu und natürlich den Tisch und den Sitzpuff und hier den Hängesessel hatte ich ja schon. Da ist jetzt dann noch das Gestell da hinten dazu gekommen für die Kräuter und natürlich der Teppich und diese ganzen Lampendekos. Und was ich natürlich immer sehr schön finde, ist, dass mein Nachbar so schöne vielen Fliederbäume hat. Das riecht, das ist ein Traum. Und mein Blick, ne, kann man eh nicht meckern. Also ihr seht, es ist jetzt eingerichtet. Ich denke nicht, dass noch viel dazu kommt, weil sonst ist es zu voll. Und es passt so, wie es ist. Und mir gefällt es echt gut. Somit, das war's mit meinem Balkon. Haussanierungsblock. Ich bin jetzt fertig. Bis dahin, eure Kiki.